auch Ihren Namen spreche ich aus, Herr Seltschuk. Ist das Ja, richtig ist ausgesprochen? richtig. Okay, alles klar. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Ich würde direkt beginnen mit der ersten Frage. Wie geht es Meshale Tolo derzeit? Ihr geht der Umständen entsprechend gut, muss ich leider immer sagen. Sie ist halt mit einem kleinen Kind im Gefängnis. Besonders gut kann keinem gehen da. Aber sie ist eine starke Persönlichkeit und versucht auch durchzuhalten, versucht die Hoffnung nicht zu verlieren. Insofern, sie gibt uns immer Mut und Hoffnung aus dem Gefängnis, dass wir unsere Hoffnung nicht verlieren sollen. Wie kann ich mir Meshale Tolos Haftbedingungen vorstellen? Also sie ist in einer Gemeinschaftszelle, was in der Türkei nicht sehr viel gibt. Meistens sind Isolationszellen mit entweder alleine oder mit ein, zwei Personen. Aber sie ist mit weiteren 24 Frauen oder 23 Frauen, mit ihr sind 24 zusammen. Dort soll es einen Gemeinschaftsraum geben für tagsüber. Und dann Abend sollen noch in Schlafkabinen gehen, so kleine Räumlichkeiten, wo zwei Betten nur drin sind. Und sie verbringt dann die Nacht mit ihrem Sohn und einer weiteren Frau zusammen. Und tagsüber sind sie halt in diesem Gemeinschaftsraum. Warum glauben Sie, dass gegen Meshale Tolo so hart vorgegangen wird? Die Regierung sperrt ja alle Oppositionelle, alle Kritiker ein und möchte draußen, dass überhaupt keine kritische Stimme mehr gibt. Meshale ist eine Person, die ja für eine kritische Nachrichtenagentur ETA auch gearbeitet hat. Und es ist nicht nur Meshale, sind es ja mittlerweile ca. 170 Journalisten im Gefängnis. Und hinzu kommt es, dass Meshale deutsche Staatsangehörige ist und der Herr Erdogan pochte darauf hin, die deutsche Staatsbürger als Geisel zu halten und gegebenenfalls mit Personen, die hier in Deutschland Asyl beantragt haben, auszutauschen. Das ist schon mal erwähnt worden von ihm. Was glauben Sie, tut die Bundesregierung genug für Meshale Tolo und auch für die anderen zahlreichen inhaftierten Journalistinnen und Journalisten in der Türkei? Also, dass Meshale jetzt vom Botschafter Herrn Erdogan besucht wurde, finde ich positiv. Es gab auch einen konsularischen Besuch, jeden Monat einmal. Das ist zwar okay, aber das ist nicht genug. Und das hilft nicht sehr viel, an der Situation zu ändern von den deutschen Journalisten. Deniz Yücel ist immer noch nicht freigelassen. Es hat auch noch kein Verfahren oder Prozess bekommen. Jetzt Peter Steutner oder auch viele andere, die noch da im Gefängnis sind. Ich denke, da müsste Deutschland etwas anders vorgehen. Erdogan würde nur darauf reagieren, wenn auch wirtschaftliche Sanktionen vorgenommen werden oder aber auch die Beziehungen laufen ja weiterhin, sowohl politisch, aber auch militärisch und wirtschaftlich. Und solange dieses so weiterläuft, nur mit den Worten zu kritisieren, das wird Erdogan nicht beeindrucken. Was kann jeder Einzelne, was können Einzelpersonen für die Unterstützung von Meshale Tolo tun? Es müsste in Deutschland viel mehr auch mit Aktionen, mit Solidaritätsaktionen, aber auch vielleicht mit Briefschreiben, Postkarten, mit Äußerungen, die Engagement gezeigt werden, zivile Courage gezeigt werden, dass was in der Türkei zurzeit passiert, dass so viele Journalisten im Gefängnis sind, nicht akzeptiert werden kann. Schließlich ist es eine Freiheitsberaubung und auch Menschenrechtsverletzungen, was dort passieren. Und da kann man nicht zugucken und abwarten, dass von sich aus was ändert. Ein Punkt ist es auch, dass ich keinem rate, zum Beispiel Urlaub in der Türkei zu verbringen, aus zwei Gründen, zu einem aus Sicherheitsgründen, aber auch um die Türkei nicht wirtschaftlich zu unterstützen. Weiß man, ob Informationen über Solidarität hier in Deutschland, aber auch anderswo an Meshale Tolo durchdringen? Bekommt sie davon mit im Gefängnis?
Also die meiste bekommt sie mit, einmal durch den Besuch von Angehörigen, die besuchen sie regelmäßig, wöchentlich, aber auch über Anwälte. Wir sind ständig im Kontakt, berichten auch, was hier passiert. Und es sind auch viele Briefe geschrieben worden. Auch über diese Briefe hat sie es erfahren. Deshalb bedankt sich ja auch immer wieder für die Solidarität in Deutschland.